Gauguin-Retrospektiven sind ein seltenes Ereignis. Die letzte große Gauguin-Ausstellung liegt bereits mehr als 25 Jahre zurück. Das war eine Ausstellung, die in Paris stattgefunden hat, in der Schweiz. Ist unsere Ausstellung die vierte Ausstellung in mehr als einem Jahrhundert erst. Zwei dieser vier Ausstellungen haben bereits in Basel stattgefunden, 1928 in der Kunsthalle und 1949 im Kunstmuseum Basel. Die Fondation Baillach reiht sich mit ihrer ersten Gauguin-Ausstellung in diese Tradition ein. Es ist kein Zufall, denn Basel ist eben seit dem letzten Jahrhundert eine Gauguin-Stadt. Unsere Ausstellung ist auf den Maler Gauguin fokussiert, da wir der Überzeugung sind, dass er mit seiner kühnen und innovativen Bildsprache die Kunst am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz maßgebend revolutioniert und auch verändert hat. Die Ausstellung ist eine Ausstellung, die mit dem reifen Gauguin einsetzt, dem Gauguin, der seine eigene Bildsprache gefunden hat um 1889, 89 und endet mit den letzten Bildern, die 1902, 1903 auf den Marquesas-Inseln entstanden sind. In dieser Zeitspanne von etwas mehr als 10 Jahren sind Werke entstanden, die wir in einer chronologischen Reihenfolge präsentieren. Wir setzen ein mit den Bretagne-Bildern. Es folgt der erste Tahiti-Aufenthalt zu Beginn der 1890er Jahre, das Intermezzo in Paris und anschließend der zweite Tahiti-Aufenthalt und die letzten 2, 3 Jahre, die er auf den Marquesas-Inseln verbracht hat. Innerhalb dieses chronologischen Ablaufs gibt es einen thematischen Raum, der den Porträts gewidmet ist. Gauguin war von Anfang an ein begnadeter Porträtist und wir haben das Glück, in der Ausstellung einige seiner interessantesten Frauendarstellungen aus der Bretagne-Zeit, aber auch aus der tahitianischen Zeit zeigen zu können. Mit Paul Gauguin präsentiert die Fondation Baillach einen der berühmtesten und faszinierendsten Künstler der Kunstgeschichte. Mit seinen leuchtenden, ausdrucksstarken Farben revolutionierte Gauguin die Kunst und beeinflusste dadurch auch viele moderne Künstler wie Picasso, Matisse oder die deutschen Expressionisten. Nicht nur das Schaffen von Gauguin, sondern auch sein Leben sind überaus faszinierend und schillernd. Gauguin war ständig während seines ganzen Lebens ein Reisender zwischen den Kulturen, auf ständiger Suche nach Freiheit, nach dem Paradies in gewisser Hinsicht. Und diese ständige Sehnsucht hat ihn bis in die Südsee gebracht, namentlich nach Tahiti, wo mit seine berühmtesten Bilder entstanden sind. Sicher ist Gauguin auch einer der ersten Aussteiger in der Kunstgeschichte, was diesen Künstler bis heute auch aktuell und brisant macht. Die Ausstellung zeigt rund 50 Meisterwerke von Gauguin aus dem Bereich der Malerei und der Skulptur und versucht dadurch auch die Essenz, das Wesen seines Schaffens vor Augen zu führen. Es ist bislang das aufwendigste Projekt der Fondation Baillach. Es kommen Werke aus über 13 Ländern, aus verschiedenen Kontinenten und insofern ist es auch das kostspieligste Projekt unseres Museums geworden. Die Ausstellung beginnt in dem Moment, als Gauguin seinen eigenen Stil, seine eigene Bildsprache entdeckt hat und dadurch wirklich praktisch künstlerisch zu Gauguin geworden ist. Zunächst zeigen wir Werke, die in der Bretagne entstanden sind. Gauguin ist in den späten 1880er Jahren dorthin gegangen, weil er gehofft hatte, sozusagen mehr Freiheit, mehr Authentizität in seinem Leben und auch in seinem Werk, in seiner Kunst zu finden. Dort entstanden die großen Meisterwerke wie etwa die Visionen der Predigt oder der Gelbe Christus, die hier in der Ausstellung präsentiert werden. Auf seiner
Suche nach dem Paradies, in seiner Suche nach mehr Ursprünglichkeit, ist Gauguin anschließend weitergezogen nach Tahiti in die Südsee, wo sicherlich seine ikonenhaftesten Bilder entstanden sind. Auch da haben wir das Glück, viele der Hauptwerke aus dieser Zeit zu präsentieren, darunter das berühmte Nafea, Fa Ipoipo oder Arearea oder Matamua aus verschiedensten Museen auf der ganzen Welt. Die Ausstellung geht dann weiter, zeichnet die weiteren Lebens- und Schaffensstationen des Künstlers auf. Gauguin ist nach 2 Jahren auf Tahiti wieder zurück nach Frankreich gereist, aus gesundheitlichen, aber auch aus finanziellen Gründen. Und auch dort entstanden viele bedeutende Werke, wie etwa Anna la Javanaise oder sein skulpturales Hauptwerk Oviri, beide auch in der Ausstellung präsentiert. Anschließend, nach nur 2 Jahren, musste Gauguin oder wollte vielmehr Gauguin zurück nach Tahiti fahren, weil er letztlich auch in Paris, in Frankreich, künstlerisch keinen Durchbruch erfahren konnte. Während des zweiten Aufenthalts in Tahiti sind wiederum großartige Bilder entstanden, darunter das berühmte monumentale Bild »Woher kommen wir? Was sind wir? Wohin gehen wir?«, was Sie im Hintergrund sehen können, das wirklich sein künstlerisches Vermächtnis sozusagen ist, auch die Summe seines Schaffens. Und wir sind insofern besonders glücklich und stolz, dieses Werk ebenfalls in der Ausstellung präsentieren zu dürfen. Schließlich endet die Ausstellung mit Werken, mit Gemälden und Skulpturen, die in seiner letzten Schaffensphase entstanden sind, auf den Marquesas-Inseln, die praktisch am Ende der Welt waren für europäische Verhältnisse, noch weiter entfernt als Tahiti. Und auch dort, in diesen 2 letzten Schaffensjahren, sind hochbedeutende Werke entstanden, Skulpturen, aber auch Gemälde. Und auch davon dürfen wir eine sehr schöne Auswahl hier in der Fondation Beiler zeigen, darunter Werke wie »Barbarische Erzählungen«, »Die Reiter am Strand« oder auch das berühmte »Mädchen mit dem Fächer«. Die Ausstellung in der Fondation Beiler ist, wie erwähnt, ein besonderes Projekt für unser Museum. Und wir sind besonders glücklich, so viele Hauptwerke dieses epochalen, einzigartigen Künstlers hier im Museum zeigen zu dürfen und freuen uns umso mehr, Sie in unserem Museum, in der Fondation Beiler, bald willkommen heißen zu dürfen.